Ich war mal eine Sirene. Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, und willkommen zu einer Speed-Episode von Fragen beantworten. Denn ich habe schon ewig lange und 37 Millionen Tage keine Fragen mehr beantwortet und bin momentan super im Chaos und dachte mir, ey komm, alles gut. Am Anfang dieses Videos sage ich, wenn euch das gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Ich probiere das so schnell wie möglich zu machen. Ab morgen gibt es ein neues wunderbares Projekt auf meinem Kanal. Ich habe auch angekündigt, es gibt ja jetzt auch dann die Bad Wars, die Battle, das Bad Wars Battle, was ich dann immer gegen andere YouTuber machen werde. Das kommt jetzt auch bald. Es verändert sich vieles, es kommt vieles. Ich bin auf die Fragen gespannt. Ich lege jetzt los, ohne Cut. Alles geht los. Bambus Cookie fragt, wie gehst du mit Hatern um? Abschlecken. Warum so Speed? Fragt Marie. Weil... Liebe. Lena fragt, bist du eine Speedwaffe? Nein. Gewinsko fragt, welche Noten hattest du früher in Sport? 2, 2, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 7. So, das ist auch ein binärischer Code und steht für Liebe, 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 Liebe. Weiter geht's. So, und hast du eine Lieblingsbeleidigung? Du Missgeburt! Nein, habe ich nicht tatsächlich. Deswegen, ich habe mir gerade eine ausgedacht. Oh mein Gott, mein fucking Headset geht aus. So, Alina, frag, wie lange spielst du schon Gitarre? 4 Jahre, aber ich habe seit 2 Jahren nicht mehr wirklich krass gespielt. Emma fragt, hättest du gerne eine Freundin? 17, wenn dann eine ist immer zu wenig. So, weiter geht es mit Relega. Was denkst du über das Spiel City Skylines? Habe ich schon gestreamt, war super, hat mir mega viel Spaß gemacht. Werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen nochmal machen, wenn es das denn, wenn das denn funktionieren würde. Tobias fragt, möchtest du in das Projekt Mark? Das bitte schon ein Projekt Mark. Du weißt es. Gilbert! Okay, so, Raupengirl fragt, was sind die nächsten Planungen für Minecraft-Leben? Ich habe ja den Untergrund noch und ich werde jetzt Leben höchstwahrscheinlich ein bisschen outsourcen, nur auf Stream. Und dann in den Streams noch immer ein bisschen bauen und KKG und ab und an mal Folgen bringen, je nachdem, wie die Lust ist. Denn man soll ja nur das machen, worauf man Lust hat. Peng aus, Ende, Basta, Finito, Fisch. Okay, magst du Harry Potter oder Star Wars? Beides, fragt YouTube Sucht dies. Klutschi fragt, bist du cooler als ich? Definitiv nie fucking mal. Jetzt guck mich an. Obdachlos für immer. Oben geht's, Markus fragt, machst du bei Babo 3 mit? Sind noch keine Planung veröffentlicht, von daher habe ich keine Ahnung. Pfötchen fragt, was hast du heute gegessen? Hat's geschmeckt? Bis jetzt eine Banane. Ja. Und gleich gehe ich was essen. Deswegen mache ich das auch so speedig, weil ich brauche unbedingt noch ein Video. Würdest du für 2 Millionen Euro mit YouTube aufhören? Nein, fragt Cookie Angriff übrigens. Henry, bin ich jetzt im Video? Mona fragt, wenn du einen Tag in der Haut eines anderen YouTubers schlüpfen könntest, welcher wäre es? Ganz klar, Mother Effing Pointed Vlog, weil dann wäre man mit Zoella zusammen und das kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen. Nein. Atat fragt, was würdest du tun, wenn Revi dir gesteht, dass er auf dich steht? Hat er schon, finde ich super. ThinkHat fragt, werden Waffeln bei Lichtgeschwindigkeit nicht ungenießbar oder ist es ein Gerücht? Das ist ein Fakt, das ist tatsächlich, schmeckt wirklich scheiße dann. Briggs fragt, was willst du nach YouTube machen? Ich mache jetzt schon neben YouTube noch Studium, zu Ende studieren, Fischangeln, am Studium, Marius fragt, wie heißt du mit richtigen Namen? PS, bin erst 10. Franz-Peter Steinmeier. Julia fragt, wo hast du mal Praktikum gemacht? In der Küche, in der Apotheke, bei einer Kunstberatung und in einer Werbeagentur. War super geil. Ja. Okay, gut. Weiter geht's. Bist du nur eine Speed-Waffe, wenn es ums Essen geht? Wenn nein, woanders? Verstehe ich nicht. 17. Das ist meine Antwort. Claudia fragt, wie geht's dir heute? 7. Thun fragt, was hättest du getan, wenn du 0 Abonnenten hättest und gar keinen YouTube und kein YouTube hättest? Das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann, weil die unmöglich zu beantworten ist. Waffelchen Selina fragt, was findest du besser, YouTube oder Fernsehen? Kommt komplett drauf an. Inzwischen aber, ich gucke meistens eher YouTube, weil ich dann mir ausruhen kann, was ich gucke und wann ich es gucke. Patrick fragt, wie war deine Kindheit? Super süß mit Kirschen. Was ist dein Lieblingsgericht? Fragt Niklas. Das ist Spätzle mit Sauerbratensoße, denn ich bin ja im Süden Deutschlands aufgewachsen und bin daher ein Essigölkind. Und steht total auf Spätzle und süddeutsche Hausmannskost. Deswegen bin ich auch dick.
Ich bin fluffig, bin nicht dick. So, Pornolocke guckt schon raus. Kannst du wieder auf deiner Gitarre spielen? Fragt Davis. Nein, heute nicht. Denn wir alle... Ich muss mir gleich dringend noch eine Hose anziehen und ein anderes T-Shirt eigentlich. Dann muss ich eigentlich gleich auch schon los. Wie bist du auf deinen Namen gekommen, Kleib? Zockerband. Steht auf Twitch in der Beschreibung, habe ich schon millionenfach. Wann ihr Let's Play fragt, könntest du dir vorstellen, ins Südhaus zu ziehen? Vorstellen kann sie das sicherlich jeder, muss jetzt aber nicht unbedingt sein. Aber auch so mit den Leuten verhältnisweise viel Kontakt und mag die auch alle total gerne. Und dann habe ich aber auch für mich ganz gerne immer mal meinen Freiraum, wenn ich so wohne. Bist du Fan von Borussia Mönchengladbach? Ja. Verdux, Infinity hat das gefragt. Verdux fragt, wie lange wirst du Minecraft Leben noch machen? Ab und an, so wie ich Lust habe. Luzi fragt, was für Waffeln isst du am liebsten? Keine. Luzi, was ist denn los mit dir? Zartbitter Schokolade oder weiße Schokolade? Weder zartbitter, dann, wenn denn. Hat YouTube-Fanboy gefragt. Marius fragt, wer ist du mit richtigen Namen? Habe ich schon gemacht. Oh mein Gott, ich sehe es auf meine Alter. Tun fragt, wenn du mehr Valuten nicht kennen würdest, was würdest du tun? Keine Ahnung, kann ich hier. Das sind Fragen, die kann ich alle nicht beantworten. Das ist immer der gleiche Typ. Was wäre, wenn? Dann weiß ich nicht, was dann passieren würde. Dann würde ich nichts vermissen, weil ich sie nicht kennen würde, glaube ich. YouTube und so. Was wolltest du damals beruflich werden? Liebes Dunkteur. Lars fragt, wann gibt es wieder Waffelmützen? Weiß ich noch nicht, da muss noch einiges geklärt werden im Hintergrund und dann gibt es wieder Liebe. Was ist YouTube für dich? Fragt Fabienne. Liebesplattform. Angelo Ramos fragt, magst du Bananen? Ich hatte heute eine Banane gegessen. Ja, was hörst du für Musik? Fragt X, Franzi, X, alles mögliche, was mir gefällt. Und jetzt sind wir auch schon am Ende dieses Videos abgekommen. Das ist der mega Speedrun gewesen. Verzeiht mir, wenn ich so viel Fische in die Luft geschmissen habe. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das war die volle Speedrunde, Alter. Ich wollte unbedingt mal so einen Speedrush da durchmachen. Und dann sehen wir uns bald bei so vielen geilen neuen Projekten wieder, dass selbst eure Eltern sagen würden, warum guckst du den Obdachlosen schon wieder? Bringt er dich überhaupt zum Lachen? Was soll das? Bezahlst du da Geld für? Was soll die Scheiße? Wer ist denn das eigentlich? Woher kommt er? Afghanistan? Guck dir den Typen an. Guck dir den Typen an. Und dann guck dir den Typen an und dann sehe ich gerade, dass Pitch Perfect in den Trends ist. And I don't wanna be your love. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.